Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um ein Achievement, das eure Nerven ein wenig aufreiben wird. Und zwar heißt das Achievement Fliegerass und für dieses müssen wir die Herausforderung des Paragons während der Bastionsweltquest Flugschule Frentisches Flattern abschließen. Und das ist eigentlich eine relativ einfache Sache. Kann aber ein bisschen langwierig werden, wenn ihr so wie ich nicht so gut in diesem Flappy Bird Minigame seid. Was müssen wir genau machen? Und zwar, wir befinden uns einmal in der Bastion, hier oben an den Koordinaten 58, 10. Und hier können wir mit einem NPC quatschen, und zwar diesem hier. Und der kann uns einmal die Möglichkeit bieten, die Herausforderung des Paragons auszuprobieren. Das brauchen wir, um das Achievement abzuschließen. Dieser Dialog ist aber nur da, wenn dort oben die World Quest ist. Ich habe die mit dem Main damit schon abgeschlossen. Mit dem Twin kann ich es jetzt euch mal zeigen. Und zwar sind wir hier in der Bastion und ihr seht, hier ist die World Quest Flugschule Frenetisches Flattern. Die ist bei mir jetzt schon relativ oft da gewesen, dementsprechend ist sie nicht so selten. Wenn ihr den Erfolg aber machen wollt, braucht ihr halt die World Quest. So, wie funktioniert das? Wir haben dann, wenn die World Quest ist, drei Optionen. Einmal die normale World Quest, dann eine vereinfachte Version und dann noch die Herausforderung. Was ist der Unterschied zwischen dem Ganzen? Bei der Herausforderung sind diese Speere ein bisschen näher zusammen. Wenn wir hier das Ganze beginnen, ist es so, dass wir zwei Buttons haben. Ein Button, der uns einfach so ein bisschen nach oben katapultiert und ein Button, der uns ein bisschen weiter katapultiert, ein bisschen so segeln lässt. Diese beiden Buttons brauchen wir. Ziel ist es, durch diesen Parcours hier durchzukommen. Man kann die Kamera hier auch nicht drehen und nicht diese Speerspitzen da oben zu ja, berühren. Sonst hat man instant verloren. Diese Speere, die sind im Endeffekt nicht als Speere zu bewerten, sondern als eine feste Box. Also das ist im Endeffekt eine gerade Linie. Man darf auch nicht hier zwischen reinkommen. Und der Charakter hat auch nicht eine wirklich gute Größe, dass man ja, hier failt oder nicht, sondern teilweise reicht es, wenn man die Fußspitze nur das erreicht, beziehungsweise oben ein Stück vom Kopf. Also das ist nicht so ganz gut ausgebalanced. Man muss halt so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, wann man das Ganze erreicht oder nicht. Ich habe mir das jetzt so zurechtgelegt, dass ich das ein bisschen mitziehe, denn den zweiten Button, den wir drücken können, können wir erst drücken, wenn wir 10-mal den ersten gedrückt haben. Ich kann euch das mal kurz zeigen. Und zwar habe ich es jetzt gestartet, in 3 Sekunden geht's los. Und jetzt ist es so, dass ich hier den Button einmal drücken kann und ich habe instant versagt. Ne? Wenn ihr verkackt habt, könnt ihr eigentlich direkt wieder loslegen. Alles kein Problem. Und ihr könnt dann jedes Mal hier wieder quasi das starten und dann hier einmal drücken, nochmal drücken, nochmal drücken, nochmal drücken, nochmal drücken. Zack, und dann haben wir jetzt anscheinend oben irgendwas berührt und haben es verkackt. Genau. Und wenn ihr 10-mal geflattert seid, könnt ihr den zweiten Button einmal betätigen und dementsprechend dann ein bisschen weiterfliegen. Ich habe das Ganze jetzt nach über einer Stunde hingekriegt. Ich werde euch das jetzt gleich reinschneiden. Als kleine Randinformation, ich habe so gemacht, ich habe die Flügelschläge, die ich gedrückt habe, mitgezählt. Und zwar ist es so, nach 10-mal könnt ihr die zweite Fähigkeit drücken und dann braucht ihr sie auch in etwa. Deswegen, vielleicht hilft euch das, zählt euch die so ein bisschen mit. Und ihr könnt den Parcours wahrscheinlich auch nur mit der ersten Fähigkeit durchspielen, dann ist es aber wesentlich schwieriger. Nach 10 Flügelschlägen in etwa kommt nämlich eine relativ enge Stelle und da braucht ihr diesen weiten Sprung. Und ganz am Ende braucht ihr ihn auch nochmal. Ich habe ihn quasi zweimal in dem Parcours benutzt. Einmal ziemlich exakt nach 10 Flügelschlägen und dann ganz am Ende nochmal. Und deswegen zähle ich das so ein bisschen mit. Vielleicht hilft es wem, dass er das Ganze sieht. Übrigens, der Parcours ist nicht so lang, wie ihr denkt. Also man ist relativ schnell durch. So 20, 25, 30 Flügelschläge sind es vielleicht insgesamt. Und lasst euch nicht demotivieren. Ich habe am Anfang bin nicht über die ersten paar Meter rausgekommen. Nach ein paar Minuten ging es dann tatsächlich. Und dann hatte ich relativ oft relativ knappe Versuche. Lasst euch nicht demotivieren. Ihr könnt es hinkriegen, auch wenn ihr so ein Krüppel seid wie ich und in dem Spiel nicht gut seid. Es funktioniert, wenn ihr euch ein bisschen Zeit nehmt. Gut, jetzt tue ich euch mal meinen erfolgreichen Try noch mit anhängen und verabschiede mich schon mal an der Stelle. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun.
Eins, zwei, drei. Komm jetzt. Nice, da ist es, das Achievement. Na, endlich. Ah, endlich habe ich's. Scheiße. Da war ich jetzt deutlich zu lang dran an der Geschichte, aber wir haben es eingeheimst. Gut, das war's mit dem kleinen Achievement Guide Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Euer Tala, bis dann, ciao.